Leute, herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, zu dieser fantastischen Ausgabe Let's Play mit Max. Ja, hallo, hallo. Ja. Ich bin Max. Und wir spielen das lange ersehnte und oft gewünschte, und ich habe mich schon lange drauf gefreut. Ich saß die gesamte Silvesterparty mit einem Hut und einer brennenden Wunderkerze da und habe mich eigentlich nur auf diesen Tag gefreut. Denn heute werden wir endlich 7 Billion Humans spielen. Der offizielle Nachfolger von Human Resource Machine, meinem Spiel des Jahres 2018. Ja, auf jeden Fall. Du hast es durchgespielt? Ich hab's durchgespielt. Du bist voll im Flow und deswegen bist du auch die Person, die spielen wird. Ja. Ich hab den, Chat. Du hast den Chat und du bist. Wollen wir es so machen? Du bist das Brain und ich bin die Hand. Wie soll das denn funktionieren? Achso, hast du. Können wir noch so ein Brett haben? Auf welcher Plattform hast du das gespielt? Auf dem Personal Computer. Aber okay. Jetzt brauchen wir noch so ein Laptop-Teil. Hat mir mal jemand. Ich glaube, Raphael war das. Was hast du gesagt, was das kostet? Der Couchmaster, oder? Hier dieses Brett, auf dem wir normalerweise sind und das, die Maus drauf haben, kostet irgendwie 400 Euro. Wir sitzen seit 20 Minuten hier und unterhalten uns. Ja, weil du versuchst, mir ein schlechtes Gewissen zu machen. Aber ich habe tatsächlich noch gar keine Ahnung, was dieses Spiel ist. Überhaupt keine Ahnung. Weißt du es ein bisschen? Nee, ich habe diesen Steam-Teaser-Trailer gesehen. Ich weiß gar nichts. Also es ist wie Human Resource Machine. Du hast da ja immer eine einzelne Person gesteuert und programmiert. Und jetzt einfach mit mehreren. Also wie beim Programmieren auch in sogenannten Threads. Das läuft dann parallel ab. Ich merk schon. Es sieht aber vom Stil her sehr ähnlich aus. Ihr seht es ja schon. Los geht's. Wir müssen uns erstmal ein Porträt aussuchen. Wir brauchen auf jeden Fall eine kompetente Person. Ich will die mit den grünen Haaren. Wo war die mit den grünen Haaren? Die Frau möchtest du. Die will ich. So. Mit Ton? Wir gehen sie zum Aufzug. Ja, okay. Das ist dieser typische. Ja, okay, das sieht schon mal genauso aus. Es sieht absolut genauso aus wie Human Resource Machine. Hey, you! Das gibt's übrigens auch für Switch. Aber auch für Mobile, iOS. Android vielleicht auch. Ich wurde nämlich gestern gefragt, ob wir hier Plattformen spielen wollen. Ich habe mich für. Das ist dein erstes Let's Play? Ja. Regel Nummer 1: Niemals werden Cutscenes reden. Oh, ich habe nicht mal gesehen, dass er Cutscenes. Tastes like progress. But aren't there any good jobs left for hardworking family people? Ich bin das erste Mal in der Primetime. Glaubst du? Machines have provided unlimited free energy. Unlimited fast clean transportation. Okay, ich merke schon, die Chemie zwischen uns muss ich noch entwickeln. Ey, wir haben auch noch nie miteinander gesprochen. Okay, pst, jetzt. Eine herrlich moderne Utopie. But we want good paying jobs. Okay, creating jobs. You want jobs? You will have jobs. They will be the best jobs. Huge. Believe me, you have never seen so many jobs. Das ist immer so unangenehm. Normalerweise gibt es nur einen Sound dazu. Okay. Mach's ein bisschen angenehmer. I have a PhD in medieval French literature. Even the most useless skills can be put to work in the new office building visible from space. Congratulations, all 7 billion humans on the planet. You're hired. Okay, alle Menschen arbeiten jetzt in einer großen Firma. Bei uns, ja. Ja, ich weiß, ob wir sind. Naja, wir sind. Das ist ja die Aufgabe im Prinzip. Das haben Sie ja gerade gesagt. Erstelle Jobs. Haben wir schon Sound? Ist Sound auf dem Weg? Die Schallwellen? Schall brauchen wir eine Weile. Okay, also nur um ganz kurz den. Bevor wir reinstarten. Ja. Also im ersten Teil haben wir quasi die Jobs wegrationalisiert. Indem wir das automatisiert haben. Genau, richtig? Da haben wir. Am Ende hieß es ja, sie werden gefeuert. Wir stellen Computer ein. Und jetzt haben halt das 7 Milliarden Menschen keinen Job. Langweilen sie? Ja. Jetzt drehen wir das eigentlich wieder alles um. Jetzt müssen wir wieder Arbeit schaffen. Okay. Gut. Ah, jetzt kommt die Musik. Sehr schön. Sie sind spät dran. Alle anderen sind bereits hier. Sie stehen nur herum, blinzeln und warten auf Anweisungen. Es geht hier nicht mehr nur um sie. Sie sind der Chef all dieser Arbeit. Sie werden alles tun, was sie sagen. Dann werden wir mal sehen, wie fit diese Belegschaft ist. Bitte lassen jede Person ihren individuellen Datenwürfel aufheben und wieder fallen lassen. Lassen wir uns mal sehen, wie nützlich diese kleinen Arme sein können. Ah, der Couchmaster. Das muss erst aus dem Tresor geholt werden. Dankeschön.
Das ist wirklich das wertvollste Stück Equipment, das wir in der Firma haben. Ein Stück Holz, oder? Das ist der Couchmaster. Okay? Ey, wenn ihr einen, wenn ihr, das, ey, ohne Scheiß, das ist voll der lukrative, ja, jeder braucht für die Geschäftsidee. Wir lassen Pogo jetzt einfach 100 davon bauen und dann backen wir den in Rocket Beans Merch. Perfekte Merch eigentlich. Okay. Also, wir haben jetzt hier, ähnlich wie in Human Resource Machine, drei Arbeiter und haben verschiedene Anweisungen. Wir nehmen mal Pickup. Okay, Pickup. Müssen wir die auswählen? Ah, okay, wir können die auf jeden Fall auswählen. Die haben dann so einen Pfeil drüber. Und jetzt? Diese Person. Pickup. Ah, okay. Aber wie lege ich... Aber wie setze ich fest, wie ich mich auswähle? Also, Pickup. Also... Guck mal, du kannst dich noch grob erinnern, wie das Spiel war, oder? Ja. Ich meine, ich habe es vor 2 Jahren gespielt und du hast es vor 2 Wochen gespielt, oder? Human Resource Machine. Ja. Ja. Das ist die, also... Ja, aber wer... Sie machen alles gleichzeitig. Das sind, also... Im Prinzip ist die Herausforderung... Das ist jetzt noch relativ banal. Ah, okay, also... die Befehle, die ich gebe, werden an alle gerichtet. Ja, probier's mal aus. Also, wir machen mal einen Step nach vorne. Gehst du. Dann Pickup. Ja. Dann Drop. Und alle führen die jetzt aus, oder wie? Ja. Ah, verstehe. Gut. Okay. Gut. Ich dachte, man gibt den individuelle Aufträge, aber gut. Transportmannschaft. Viel zu weit weg zum Lesen. Bitte sorgen Sie die Arbeit. Wir sollen die komplette Reihe um 2 Kacheln nach unten. Genau zwischen die Zimmerpflanzen. Gut, also ein Schritt nach vorne. Aufheben. 2 Schritte nach vorne. Und ablegen. Sehe ich das richtig? Wir legen es auf. 2 Schritte nach vorne ablegen. Geil, ich habe schon wieder voll das Resource Machine. Ey, tatsächlich hat mir mein Vater über Weihnachten erklärt, wie Computer funktionieren. Also wirklich, wie das so ist mit Compilern und Nullen und Einsen und wie die umgewandelt werden. Ist dein Vater Informatiker? Der ist Programmierer, ja. Was? Ja, aber halt so wirklich oldschool. Okay, weißt du, was ich interessant finde? Wir machen das nach der ersten Werbung. Jetzt versuchst du mir wieder zu. Nee, das wird unangenehm. Doch, das wird peinlich. Super. Das wird fantastisch. Wir können, wenn wir das Spiel fertig haben, machen wir mal so einen Informatikkanal. Wir beiden erklären, wie viel Nein, Computer funktioniert. Weil in 2 Jahren wirst du dir einfach nochmal durchgelesen haben. Du bist sehr optimistisch, wenn du glaubst, dass wir in 2 Jahren mit dem Spiel fertig sind. Ja, 2 Jahre. Ich würde gerne meinen Geist komplett leeren. Alle Datenwürfel und Arbeiter müssen hier komplett verschwinden, damit ich mich konzentrieren kann. Laufen Sie einfach immer weiter, bis Sie den Raum durch einen dieser praktischen Löcher hier auf der Seite verlassen. Was auf dem Grund dieser bodenlosen Löcher ist? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Sie haben eine neue Anweisung. Jump! Wir werden nicht einfach in die Luft springen. Ah, kleiner Informatiker-Gag. What? Kommt nichts bei dir an. Ja, ey. Okay, wir haben also den guten alten Jump. Alles klar. Wir nehmen ich glaube, es wäre witziger gewesen auf Englisch. Das mag sein. Also. Ich habe den Gag wirklich nicht erkannt. Aber... Ja. Also wir haben jetzt einen Jump-Befehl, mit dem können wir diese Befehlsschleifen hier erstellen, indem wir sagen, wenn das Programm hier unten angekommen ist, springt es wieder zurück auf die markierte Position und dann geht es weiter. Das heißt, die Idee ist jetzt, alle nehmen einen Schritt nach rechts, alle nehmen den Block auf und dann alle nehmen einen Schritt nach rechts und werden wieder hochgesprungen, sodass sie immer weiter laufen, bis sie alle runtergefallen sind. Wir schauen mal, ob das funktioniert. Ja, springen hier die ganze Zeit hin und her und alle sollten runterfallen und tschüss. Du machst es richtig gut. Ich bin im Ozean. In einem Wald im Herbst. In einem Sonnenuntergang. Mal, bist doch gut. Okay, wenn es so weitergeht, dann brauchen wir nur ein Jahr. Ich überlege nur. Okay. Das würden sie vorziehen, wenn plötzlich geholfen wird, oder? Was auf der Weihnachtsfeier von Rocket Beans? Ja. War gut?
Ein Schweigen sagt. Nee, ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Also. Nee, weil es ging ja gerade um Betriebsfeiern. Achso, ich war schon bei den Typen, ich habe den Dialog gar nicht gelesen. Ich habe mir schon die Leute angeguckt. Jeder Arbeiter hat einen Datenwürfel auf seiner linken oder rechten Seite. Gehen Sie zu dem Würfel und laufen Sie dann weiter in diese Richtung, sodass Sie in das nette, sichere Loch fallen. Jedes andere Loch führt zu einem plötzlichen Ende des Arbeitsverhältnisses. Sie haben eine neue Anweisung. If. Benutzen Sie If, um die Kacheln um Sie herum zu inspizieren. Also, jetzt im Gegensatz zu den beiden Leveln davor gibt es zwei unterschiedliche Arten von Arbeitern, die nach rechts laufen müssen und die nach links laufen müssen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt mit diesem If-Befehl machen, dass wir diese beiden Gruppen trennen können. Wir schauen mal. If. Okay, wie schaut's aus? Also, ich würde mal sagen, if Position rechts von mir ist gleich... okay, wir haben eine Menge von Befehlen. Ist gleich... etwas, wenn rechts von mir etwas ist, also diese beiden Positionen hier, dann nimm einen Schritt. Nimm einen Schritt nach rechts, pick up und lauf weiter nach rechts, solange bis du tot bist. Okay, wir haben jetzt diesen If-Else-Befehl. Wenn rechts neben dir was liegt, lauf nach rechts, bis du runterfällst. Und jetzt haben wir diesen else, step nach links, pick up und lauf nach links weiter. Machen wir den Jump-Befehl, bis du runterfällst. Jetzt sollten die beiden hier in der oberen Schleife sein und die anderen in der anderen und wir gucken mal, ob das funktioniert. Bitteschön! Wow, du bist noch voll in diesem... Leute, ich bin drin. Du bist in diesem Optimierungswahn noch drin, bam, 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 bam! Hast du jetzt... Guck mal bitte einmal, ob du dieses Ziel erreicht hast. Es gibt ja dieses Ziel. Die werden gar nicht angezeigt. Die wurden bis jetzt nicht angezeigt, diese Optimierungsziele. Guck mal, hier steht... Ach, die gibt's noch gar nicht, okay. Entweder gibt's die noch gar nicht oder generell nicht. Kleine Kammerjäger 1. Ich glaube schon, dass es die gibt. Die waren auf jeden Fall in diesem Teaser drin. Ich lerne programmieren. Tatsächlich habe ich diese Aufgabe bereits für Sie gelöst. Das ist mehr oder weniger. Die Arbeitskraft soll den Würfel dort unten aufheben, ohne in die Löcher zu fallen. Aber irgendwas stimmt nicht so. Sie dürfen das also für mich reparieren. Lassen Sie uns zusammen ansehen, was passiert. Okay. Also wir haben jetzt hier schon mal ein Programm. Ah, wir haben einfach den Weg nachmoduliert, ne? Geh nach unten, geh nach links. Das ist ja schlecht. Das ist schlampig. Schlampig programmiert. Das ist verdammt viel, viel Speicherplatz braucht das. Das wollen wir nicht. Ja, auf jeden Fall viel, viel Speicherplatz. So, wir gucken mal, was passiert. Also geh nach unten, geh bis zu diesem Punkt. Und dann, wenn rechts neben dir nichts ist, dann gehe weiter nach rechts. Das ist ja Unsinn. Das darf ja nicht sein. Eigentlich führen sie mit diesem Knopf die Zeilen schrittweise aus. Okay. Er würde uns also einen dezenten Hinweis auf dieses Feature geben. So, einen Schritt nach rechts. Wenn rechts von dir nichts ist... Ah, okay, doch, das geht. Dann gehe so lange rechts, bis rechts von dir... Ah ja, okay, das ist natürlich... Das funktioniert hier. Ja, aber du kannst ja gucken, ob du noch... Kann man gucken, ob es einen Weg gibt? Gibt es bei der If-Condition, wo jetzt gleich nichts steht? Kannst du mal auf das Nichts klicken? Gibt es da Wand? Loch? Wand? Nee, es gibt kein... Was ist denn Richtung? Ist das vielleicht ein Weg? Nee, oder? Vielleicht, wenn man in diese Richtung gegangen ist. Nee, ich glaube, das beschreibt, wo die Condition abgefragt wird. Nee, das ist ja links. Nee, das ist das hier. Nee. Ach nee, doch, du hast beide. Stimmt. Hä, aber was soll das denn heißen? Wenn rechts von dir... aber gute Frage, was das bedeutet. Weiß ich jetzt nicht.
Das sind sogar noch verschiedene Faktoren. Oh, das wird anstrengend. Ich glaube, also das, man merkt schon, ich glaube, das wird sehr kompliziert liegen. Nee, weißt du, eigentlich gibt es einen ganz leichten Weg, das jetzt einfach zu beenden. Also das ist unsauber. Also es gibt zwei Wege, die mir jetzt einfallen. Ja, entweder entfernst du das rausballern. Genau, entweder machst du es genauso, wie der Typ da am Anfang gemacht hat und baust es nach. Oder du sagst halt, wenn du rechts stehst in dieser Sackgasse, ja, dann gehst du einfach einen Schritt zurück und lässt den unteren Teil ablaufen. Aber woher weiß... Ach so. Mhm. Du gehst so lange nach rechts, bis rechts ein Loch ist. Mach mal gleich das Nichts zu dem Loch. Ja, das passt schon. Und dann da ein Loch. Ja. If Loch, dann nimm einen Schritt nach links, meinst du? Warte mal. Nee, warte mal. Nee, wenn rechts. Doch, nee, stimmt wenn, schon. Nein. Wenn du hier bist, geh einfach nach links. Wenn da kein Loch ist. Wenn da kein Loch, gehst du weiter. Weil wenn, dann nehme ich das Loch, ist, springst du runter. Wenn rechts kein Loch ist. Moment. Wenn rechts, wenn du hier stehst, ja, wenn rechts von dir das Loch ist, Bedingung erfüllt, dann gehe einen Schritt nach links. Nee, aber jetzt ist ja gerade, jetzt ist ja noch der Loop zum nach rechts gehen. Schieb mal das, ach ja, du schieb hast mal den Step aus der If-Condition raus, ja, ganz nach unten, nicht in das L, ja. Und jetzt machst du das gleich, den Operator, zu ungleich. Ja, das müsste gehen. Also, gehe so lange nach rechts, bis rechts von dir kein Loch ist? Das funktioniert nicht. Wenn, bis... Ja, doch. Wenn rechts von dir kein Loch ist... Ja, aber das ist doch dann sofort. Drück doch einfach mal Play. Der gesamte Weg ist doch rechts von dir kein Loch. So, jetzt schon erfüllt. Okay, jetzt verstehe ich, was du meinst. Okay, cool. Nicht schlecht. Boah, das ist, Wir müssen aber aufpassen, dass wir beide immer die Lösung verstehen. Also, dass ich die Lösung verstehe. Ich verstehe schon. Dass nicht der eine dem anderen wegläuft. Oder du nicht mir wegläufst. Weißt du, ich muss dir kurz was sagen, ne? Okay. Es gibt ein Konzept, das nennt sich Pair Programming. Das wird in großen Unternehmen eingesetzt, wo zwei Personen wirklich immer ein Programm schreiben. Mhm. Das hat, du würdest eigentlich sagen, ist super ineffizient, aber es sorgt eigentlich dafür, dass, wenn zum Beispiel eine von den Personen krank wird, Urlaub hat, das Unternehmen verlässt, dass immer noch die andere Person mindestens diesen Code mitgeschrieben hat. Ja. Weil als Person, die den Code geschrieben hat, verstehst du ihn immer am besten. Ja, außer du bist die eine Person, die nichts versteht und einfach nur so, ja, mach aber mal, dann mach mal, den Job und dann ist der andere Person. Aber dann hast du den Job nicht. Dann bist du nicht in Entwicklung. Und wir wissen beide. Ja. Und außerdem, wenn zwei Leute diesen Code schreiben, geht man davon aus, dass sie weniger Fehler machen. Weil, was du... Okay. Aber ich finde es interessant, ich habe noch nie Pair-Programming in meinem Leben betrieben. Ja. Vielleicht im Studium mal. Das ist das erste Mal, dass ich das jetzt mache hier. Ich bin auch total aufgeregt. Und ich finde, wir sind ein gutes Team. Ja, sehr. Mal gucken, wie es wird, wenn es... Weil ich kann mir vorstellen, wenn es komplizierter wird, dass wir uns stören, dadurch, dass wir miteinander sprechen. Oder? Wir werden sehen. Es kann sein. Spannend. Okay. Alle müssen auf die unterste Reihe. Genau zwischen diesen nützlichen Pfeilen. Aber achten Sie auf die bodenlosen Löcher. Was? Wo die Datenwürfel sind oder wo bodenlose Löcher sind? Nun, hier steht, denken Sie daran, die If-Anweisung wird die Leucht um Sie herum erleuchten. Die Leute sagen, die Welt um mich herum sei ein durchsichtiges Chaos. Okay, wir haben es aus Kringel. Achso, das sind die Kommentare. Also, wir haben hier eine Reihe von Leuten. Die müssen jetzt so lange nach unten gehen, bis sie eine Kachel finden. Dann aufheben. Dann so lange nach unten gehen, bis unter ihnen ein bodenloses Loch ist. Und dann ablegen. Das kriegen wir doch hin. Also, gehe nach... und jetzt... Warte mal, wo muss diese If-Condition jetzt sein? Hier, ne? Drunter. Ist es besser, das immer erst einmal zu schreiben und dann zu optimieren? Also mach ruhig das, was du gerade gesagt hast. Okay, nee, nur damit ich diesen If-Befehl generell verstehe. Der geht jetzt hier runter. Der geht jetzt einen Schritt runter. Nee, eigentlich muss ich es so machen. Ne? Der wird so lange wiederholt, bis If kommt. Und so lange, bis
Südlich von dir ist gleich ein Datenwürfel. Dann... Nein, ist kein Datenwürfel. Ist kein Datenwürfel. Gehe so lange runter, bis ein Datenwürfel kommt. Nee. Das ist der... Pass auf, die Person geht ja einen Schritt runter. Ja. Und guckt dann, ist vor ihm, also wie du sagst, südlich von ihm, ein Datenwürfel, ja, ist einer, dann geht er weiter. Aber du willst ja so lange dahin, so lange das, diesen Step nach unten ausführen, wie da kein Datenwürfel ist. Okay. Geh einen Schritt nach unten. Wenn keiner südlich von dir ist, dann geh noch einen Schritt. Ja. Alles klar. Das heißt, er bleibt jetzt automatisch stehen, sobald einer unter ihm ist. Genau, das Programm wäre beendet, wenn ein Datenwürfel, also das heißt, alle bleiben vor ihrem Datenwürfel stehen. Gut. Dann müssen wir aber noch einen weiteren Schritt nach unten nehmen, ne? Damit wir auf dem Datenwürfel stehen. Oder? Noch einen Schritt nach unten. Weiß ich nicht, nimm mal das Pickup. Nimm mal das Pickup. Nee. Guck mal, du kannst okay, den Pickup aussagen. Pickup. So, alles klar. Nimm den Datenwürfel unter dir. So. Nimm den Datenwürfel unter dir auf. Jetzt geh es weiter. Geh nach unten. Und jetzt machen wir das wieder mit so einem If-Befehl. Solange unter dir kein Loch ist. So. Der Jump sitzt nicht richtig. Zeile 8. Nee, der war nicht in dem If drin, genau. Ach, das... Ich muss nur diesen If-Else-Befehl nochmal richtig verstehen. Okay. Geh nach unten. Wenn unter dir kein Datenwürfel ist, dann geht das Programm weiter. Oder? Ja. Ja. Dann geht's zu Jump. Dann geht's weiter nach oben. Wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist, springt er hier unten. Wenn also nicht mehr kein Datenwürfel unter ihm ist, also wenn einer unter ihm ist, dann geht es zu Pickup. Nimm ihn unter dir auf. Damit ist das fertig. Geh weiter unten. So, und jetzt Els müsste jetzt Drop sein. Na? Oder wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist, sprich, wenn das hier umgedreht ist, sprich, wenn ein Loch unter dir ist, dann leg es fallen. Ja. Okay. Wollen wir mal gucken, ob es... Willst du mal klicken? Nee, das bringt Glück. Ich habe da keine Leidenschaft für. Klick mal drauf. Wenn es nicht funktioniert, bin ich schuld. Weil überhaupt nicht, aber ich will einfach, dass es zumindest so aussieht wie das Teamwork. Oh. Geil. Ey, es läuft doch. Okay, ist jetzt... Okay. Ich lasse dir deine Freude. Ist jetzt noch nicht so schwer, aber... Ich freue mich, dass ich diesen If-Befehl verstanden habe. Oh, das ist gut. Guck mal, wir sind schon im achten Jahr jetzt. Guck mal, wir haben erstmal noch Motivationsbau. Congratulations, you're doing great. I cannot believe how great you're doing. As your employee morale officers, we are here to offer occasional tips on how to keep your workers feeling delighted. For example, come on up, Jeff. We find that workers appreciate an occasional confirmation of a job well done. You might say, congratulations, you're doing great. Followed by a gentle but firm pat on the rear. That a boy, Jeff. When I was his age, I was a refrigerator. Good work, everyone. You know how many salads wilted inside me? With enough teamwork and engineering, even a kitchen appliance can become a mid-level office manager. We're not just building data solutions. We're building a family. Die sind wie wir beide. Ja, stimmt. Er will die ganze Zeit ernst sein und ich bin die Frau, die immer dir was ins Ohr flüstert. Du bist der Kühlschrank. Ich bin der Kühlschrank, in dem Salat verwelkt. Oh, sind wir schon? Nee, sind wir schon an der Kreuzung? Nee. Aber bist du jemand, der so Sidequests macht? Das ist eine sehr philosophische Frage. Ich dachte, wie lange dauert das jetzt noch?
Also, es wirklich, ich musste sehr lange drüber nachdenken, wie du gemerkt hast. Mhm. Manchmal spiele ich das Spiel erst komplett durch, mach dann die Sidequest. Jetzt gerade triggert mich das. Okay. Du, ich hab auch Lust auf Sidequests. Also du hast es auch 100%. Eigentlich nicht. Ich will eigentlich so schnell es geht den Abspann sehen, damit ich nach Hause gehen kann. Ich will einfach get the job done. Das finde ich legitim und dann im Nachgang, wenn es Spaß gemacht hat, dann nochmal die Sidequests. Ja. Kann ich verstehen. Wenn wir was Verrücktes machen. Sehen Sie, hast du eigentlich mal in einem ganz normalen, so einen trockenen Bürojob gehabt? Ja. Ja? Also außerhalb der Entertainment-Branche? Also wirklich ganz so Kaffee und wie war es Wochenende? Ja. Mit den Kindern? In der Finanzbranche, ja. Ernsthaft? Ja. Aber so richtig Hochfinanz, so richtig knallhart Aktienkurse analysieren? Nee, Forderungsmanagement war das. Forderungsmanagement? Ja. Welche Art von Forderung? Ja, Schulden. Gut. Das ist es also das feine Wort für Schuldenhai? Forderungsmanagement. Ja. Okay, ich frag nicht näher nach. Lass uns die richtig ausflippen und die Reihe diagonal ausrichten. What? Großartige, das sind die ersten Datenwürfel, wo er ist. Lass dann die Reihe absteigen wie eine Treppe. I like it. Daten dargestellt in einem Winkel von 45 Grad. Wer hat jemals an etwas so Verrücktes gedacht? Okay, erzeugen Sie eine diagonale Reihe aus Datenwürfeln. Der Datenwürfel ohne Arbeiter über sich muss bleiben, wo er ist. Der hier. Also hier, okay, ja, hier. Ja, das kriegen wir doch hin. Da können wir dann immer die Bedingung machen, wenn links neben dir wir können es sogar ganz frech machen eigentlich. Also erstmal, nee, das müssen wir nicht machen. Sprich nochmal den Satz zu Ende, bitte. Nee, ich dachte, wir machen es ganz frech. Wenn links über dir einer ist, dann lass fallen. Uiuiuiui. Alter, Florentin. Weil wir können ja bei den If-Conditions auch angeben, wo es sein soll. Also, Pickup können wir auch von unten machen. Ne? Aber wenn ich jetzt sage, Pickup das unter dir, dann bleiben die ja stehen. Ne? Ja, dann, aber das ist doch okay. Ah ja, genau. Ja, das passt. Das ist ja fantastisch. Ja. Ich kann nicht glauben, wie smart du bist. Step nach unten. So, jetzt brauchen wir wieder diese If-Geschichte. So, jetzt müssen wir gucken, wie wir das formulieren. Kommt die Mucke aus dem Spiel oder ja, spielen die uns das aus der Regie ein? Schöner Radio nebenbei. Das ist ganz geil. Wenn links über dir keine Kache, kein Ding ist, dann geht's weiter. Else, sprich, wenn eine Kachel links über dir ist, dann drop it like it's hot. Das war's. Das war's schon. Du hast dieses Level schneller gelöst als das allererste Level. Das ist krass. Ey, wir gucken mal, ob's klappt. Das ist krass. Hit it. Dein Gehirn ist fantastisch. Bam, 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 bam. Zack. Wahnsinn. Ah, jetzt wir haben die Optimierung! Oh, wow! Laufzeitoptimierung. Von höchstens 6 Sekunden, gemittelt über 25 zufällige Tests. Okay, jetzt wird schon komplex. Aber wir haben zumindest einen. Wir haben die Dauer. Aber man hätte es auch mit einem Befehl weniger machen können. Ja, guck nochmal einmal an. Drück nochmal zurück. Ist ja. Ja, einer ist überflüssig. Ich weiß nicht, ob sie drauf kommen. Also der kann nicht überflüssig sein. Der muss sein. So, dann geh nach unten. Muss doch auch sein, oder? Weil die müssen sich doch irgendwie bewegen können. Die If-Klausel kann auch nicht sein. Drop auch nicht. Was ist da überflüssig? Jump? Nee. Ohne Jump würde es ein Step. Soll ich dir sagen, weil ich weiß nicht, ob du drauf kommst, das zu. Weil du das If jetzt gerade erst so kennen. Ah ja, okay, oder? Gut, ja. Ist es das Else? Du kannst das Drop aus der If-Condition rausnehmen. Weil das Drop dieser Teil wird. Aus der. Zieh den mal nach unten. Naja, nee, weg darf er nicht. Der muss an die fünfte Stelle, aber nicht in dem If drin stehen, sondern ganz unten. Noch? Ja, genau da.
So, jetzt fehlt dir das Eld, aber du wirst nur an die fünfte Position kommen, wenn die If-Condition nicht eintritt. Ach so. Weil sonst springst du ja immer nach oben. Das heißt, also du kannst dir das Eld sparen, das war's schon. Okay, da wäre ich. Aber jetzt ist halt auch spannend, ob das jetzt 5 Sekunden sind. Nee, immer noch 6. Ich merke schon, du hast keinen Bock auf Perfektion. Nee. Das, okay, das, aber wir machen jetzt erst die Sidequests oder was? Nee, lass komm, wir machen die Story. Nee, komm, wir ballern durch. Flucht Polonaise. Ich merke schon, du hast keinen Bock, 2 Jahre mit mir das Spiel zu spielen. Nee, das stimmt überhaupt nicht. Ich will nur, dass wir eine gemeinsame Lernkurve haben. Ich habe gerade einen Fax erhalten. Sie erleben hervorragende kulturelle Veranstaltungen. Oh, das ist nett. Bevorstehende strukturelles Versagen. Oh. Unter einem Loch in diesem Raum befindet sich eine nette, flauschige Notfallrutsche. Stark und gut aussehenden Arm einer Rettungsmannschaft tragen wird, hat das geschrieben. Finden Sie den Weg zum Notausgang. Zunächst suchen Sie sich einen Datenwürfel, dann, wenn der Würfel, auf dem Sie stehen, sagt 1, gehen Sie nach oben. Ah, okay, verstehe. Das ist jetzt so eine Anweisung. Gehen Sie nach oben. Bei 4 gehen Sie nach links. Bei 3 gehen Sie nach unten. Bei 4 gehen Sie nach links. Bei 1 gehen Sie nach oben. Okay, und dann kommen wir alle hier unten. So, wir haben jetzt hier schon was. If ist gleich 1 Step nach oben. Wo fangen wir denn überhaupt an? Achso, warte. Wir fangen... Nur kurz, Leute, ich lese den Chat. Ich weiß zum Beispiel gerade nicht, was Quatschname meint, aber ich gucke mir das gleich an, okay? Also nur kurz als Feedback. Ich habe euch im Blick. Also es gibt nämlich auch gerade ein paar Unstimmigkeiten, ob wir nicht schon perfekt waren und wir das gerade falsch gelesen haben. Also das Ziel eigentlich 6 Sekunden waren, wir haben 5 gebraucht, aber auch einige schreiben, nein, wir haben es nicht erfüllt. Deswegen weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Du. Aber wir gucken, du bist für den Chat verantwortlich. Das sind deine Leute. Alles gut. Also, wir müssen ja erstmal, um überhaupt in diese Reihe zu kommen, nach links laufen. Deswegen Step nach links mit Jump. Oh Mann, du bist ja schon richtig weit. Ich hab's voll verpasst. Nee, das war schon vorgegeben. Achso. Ich hab jetzt nur das Step hinzugefügt. So, und jetzt. If das Feld, auf dem du stehst, eine 1 ist. Okay, ja. Das ist ja nur Fleißarbeit eigentlich. Dann geh nach oben. Das ist ja so. Ach ja, stimmt, das steht ja hier schon. Geh nach oben. Jetzt brauchen wir einfach ganz viele If-Dingel, oder? Wir brauchen gar keine Els. Wie kriege ich das Els denn weg? Du musst das If noch darunter ziehen, unter diesem blauen Balken, der da angezeigt wird. Ja. Aber ich kann dir gerade nicht folgen. Also, wenn... Alle laufen nach links. Ja. Du läufst nach links, wenn... Du, das Feld, auf dem du stehst, eine 1 ist. Das macht keinen Sinn. Stimmt, wir brauchen es wieder umgekehrt. Ne? Geh nach links. Jetzt. Okay. Wenn es nicht 1 ist, schwupp, geh weiter nach links. So lange, bis es eine 1 ist. Ach, Moment. Ja, okay. Aber... Okay. Wenn es eine... Das Feld, auf dem du stehst... Wenn es eine... 2 ist, geh nach rechts. So, ich schreibe jetzt eigentlich einfach... Ja, bau dir das erstmal fertig, ja. Mach die anderen beiden Fs noch. Und dann gucken wir. Wenn das Feld, auf dem man steht, ist gleich eine 3, dann Step nach unten. Und wenn das Feld, auf dem du stehst, eine 4 ist, dann geh nach links. So, die Frage ist jetzt aber,
Er kommt ja hier auf die 1. Dann passt das soweit. Oben, 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 oben. Nee, wir bestimmen, das ist Quatsch. Wir brauchen noch Jump-Befehle. Aber wohin? Hier? So? Geh nach. Ich hab keine Ahnung, ich bin voll am Raven. Geh nach oben. Schau nochmal. Nee, das ergibt auch keinen Sinn. Warte mal, wir brauchen noch eine. Jetzt wird es ein bisschen unkonventionell. Jetzt wird es ein bisschen crazy. Feld, auf dem du stehst, ist eine 1. Dann geh nach oben. So, ich habe jetzt einfach mal alle 4 abgeschrieben. Ist Zeile, dann ist Zeile 4 bei dir überfüllt. Also, eigentlich geht das Programm wirklich erst bei 4 los. Ihr müsst ja erstmal nach links kommen. So, und jetzt, wenn du auf eine 1 stehst, geh nach oben. Wenn du 2 stehst, geh nach rechts. Wenn du auf eine 3 stehst, geh nach unten. Wenn du auf eine 4 stehst, geh nach links. Die Frage ist jetzt, wie müssen wir jetzt die Jump-Befehle machen? Eigentlich muss jetzt hier immer ein Jump sein. Oder? Ja, dadurch verbrauchst du ja aber ganz schön viele Befehle. Du kannst auch ganz unten einen machen und einfach nach oben springen. Ah, auf einem Feld, auf dem es steht, prüft er erstmal alle ab. Ja. Das und ist, da, wo es stimmt. Das ist ineffizient, das werden wir auch gleich spüren an der Laufzeit. Aber das funktioniert so. Auf jedem Feld klappert er die alle ab. Also er ist hier. Und wenn es jetzt eine 3 ist, dann sagt er, if 1 interessiert mich nicht, weiter. If 2 interessiert mich nicht, weiter. If 3, ja, step nach unten. Dann geht das Programm weiter. If 4 interessiert mich nicht, nach unten, jump nach oben. Okay. So, dass ich es verstehe. Müsste eigentlich funktionieren. Wir gucken es uns mal an. Du bist auf der Weihnachtsfeier, sagst du? Ja, auf der, wo, warst du da? Ich hatte leider keine Zeit. Nee, stimmt, ne? Was war da nochmal an dem Abend? Wie gesagt, mein Bruder, hat kurzfristig angerufen, weil wir noch irgendwas mit dem Geschenk für meine Mutter, du kennst ja meine Mutter, wie fand die ist. War da nicht irgendwas mit Dota oder so? Nee, das war irgendwie, weil er sagt, er hat eigentlich gesagt, er wollte das Geschenk für meine Mutter kaufen, kam dann trotzdem nicht dazu und dann musste ich noch drücken. Ja, ich glaube, wir können hier mal beschleunigen. Ich kann ja kurz mal auf ein paar Sachen im Chat eingehen. Also Cracky schreibt zum Beispiel, dass ihm die Jump-Befehle in dem If irre machen. Mich auch. Das ist eigentlich, Jump generell ist etwas sehr Verpöntes. Hoi. Oder es ist auch ein Man Go-To. Nennt mich auch den Bad Boy, der Programmierer. Ja, ich nehme gerne diese Rolle an. Ich nehme gerne die Rolle des Regeln. Du kannst ja jetzt gerade nichts anderes machen, aber es stimmt schon, dass es ein bisschen wehtut. Es gehört nicht zum guten Stil. Es kommt tatsächlich darauf an, in welcher Sprache du arbeitest. In manchen Sprachen ist das. Also, da benutzt man ein Go-To oder ein Jump, auf jeden Fall. Aber in vielen Hochsprachen. Hochsprachen? Ja, die man heute programmiert, macht man das eigentlich nicht, weil es auch. Also es ist sehr, sehr viel fehleranfälliger und es tut der Übersicht des Codes auf jeden Fall auch nichts Gutes ab. Aber genau, an dem Jump kommt man in dem Spiel halt nicht vorbei, so wie Aaron DC sagt. Und an einer Werbung kommt man bei Rocket Beans auch nicht dran vorbei. Lassen wir uns noch ganz kurz die niederschmetternde Statistik. Ach, haben wir es nicht geschafft? Achso, doch. Doch, wir haben es geschafft. Aber jetzt kommt wahrscheinlich ein... Weil du meintest, es ist ineffizient. Oh, 3 Befehle zu viel. Und Laufzeit. Was? 25 Sekunden? Ja. Nein. Oh, wir haben 198 und 25 Sekunden. Okay, aber wieso in 5... Also. Beginn die Werbung. Bis gleich. Auf einer untersten Ebene. Okay, Leute.
Herzlich willkommen zurück. Herzlich willkommen zurück. Den Satz, den ich mir gerade noch während des Intros angehört habe, ist, er ist ja auch nur Programmierer. Programmierer verstehen nicht, wie Computer funktionieren. Nee, Programmierer wissen, wie Programme funktionieren. Aber du, kannst du mir erklären, wie ein Mikrochip aufgebaut ist? Oder, naja, oder wie ich, so eine Platine. Also ich hatte jetzt, ich habe ja im Studium natürlich Mikrocomputer gehabt, ja. Also ja. Wo du wirklich CPUs und die ganzen Konzepte durchgegangen bist, ja. Okay. Also natürlich, wenn du mir jetzt irgendeine gibst, niemand wird dir auf irgendeinem Chip, der nicht super populär ist, sofort sagen können, oh ja, das Ding macht dieses und jenes. Du hast natürlich Dokumentationen für und so. Aber wenn du das grobe Konzept verstehst, ist ja auch nicht so, als würdest du dir irgendeinen Code von jemandem anders angucken. Also Programmcode und sofort verstehen, was da passiert. Deswegen gibt es Dokumentation. Ich dachte, der Programmierer ist so wie der Pilot. Der weiß, wie man das Ding fährt. Aber auch ein Pilot weiß nicht, wie man jedes Flugzeug fliegt. Ja, aber ein Pilot weiß nicht, wie ein Flugzeug gebaut wird. Das muss er auch gar nicht wissen. Er muss es nur fliegen können. Sehr philosophisch. Wohingegen ein Ingenieur kann das Flugzeug bauen, aber vielleicht nicht fliegen. Naja, deswegen dachte ich mir, gibt es noch was anderes als ein Programmierer, der dann den Computer baut. Dein Vergleich hakt aber an folgender Stelle. Der Pilot weiß natürlich, wie das Flugzeug fliegt. Er kann es nicht bauen, weil er nicht weiß, welche Schraube wohin gehört, aber er weiß natürlich, wie das Flugzeug fliegt. Und ich weiß, wie der Computer funktioniert, aber ich könnte ihn nicht bauen, weil ich weiß nicht, wie ich jetzt... Naja, gut. Okay. Ey, übrigens, noch bevor wir wieder reinstarten, ist ein privates Anliegen, was ich schon sehr lange habe, weil wir sprechen ja auch nicht so viel miteinander. Das stimmt. Und ich vermeide es auch immer. Ich versuche, wenn ich dich am Gang sehe, versuche ich immer irgendwie, mein Handy. Ja, das hat nie so gefunkt zwischen uns. Nee. Ne? Ja, geht mir auch so. Jetzt sitzen wir. Mir hat jemand geschrieben, als ich mal irgendwie ein Flugzeug oder so gesehen habe in der Luft und so voll fasziniert bin, weil ich mag Flugzeuge, steht in den Kommentaren oder so, hat die Person geschrieben, weiß Florentin, dass du Plane Watcher bist? Und ich habe mich immer gefragt, warum. Aber ja, wahrscheinlich warum? Wegen verflixte Klicks. Weil wir da sehr viele Videos von Plane Watchern sehen und wir so ein bisschen dieses Bild des Plane Watchers konstruieren, ohne je wirklich einen gesehen zu haben. Oh, hallo. Freut mich. Aber krass, ja. Wir kennen uns jetzt 2 Jahre oder so. Ja, ich wusste nicht, dass du Plane Watcher bist. Cool, okay. Okay, wir gucken mal ins nächste Reißverschlussverfahren. Nächste Level rein. Reißverschlussverfahren. Lassen Sie uns diese Datenreihe teilen. Bewegen Sie den Würfel ganz links nach oben. Dann bewegen Sie den nächsten Würfel eine Zeile nach unten. Nächster nach oben. Nächster nach unten. Sie wissen schon. Als würden Sie einen Reißverschluss öffnen. Ich habe sogar schon mit der Lösung für Sie angefangen. Gern geschehen. Das mag ich immer gar nicht, wenn die da irgendwas vordödeln. Ich check das nicht. Weg damit. Ich will das nicht. Arbeite nie mit fremdem Code. Ich sag doch ja. Hä? Weg mit dem Scheiß. Weg damit, ey. Wir hätten es uns vorher angucken können. Da kannst du dir riesige rechtliche Probleme machen, wenn du mit fremden Code arbeitest. Wir hätten es uns vorher angucken sollen. Also, die Ungeraden, sag ich mal, müssen einen Schritt nach oben gehen. Wo ist das denn nach oben? Die Ungeraden gehen nach oben, die Geraden gehen nach unten. Wer ist denn der Ungerade? Der erste, der dritte, der fünfte. Ja, aber woher weißt du, ob die gerade oder ungerade? Na gut, das ist, wie ich das jetzt im Computer vermittle, ist das nochmal die zweite Sache. Nur um mir das Problem nochmal vor Augen zu führen. Das heißt, ich würde es abhängig machen davon, ist links... Achso. Naja, für den ersten kann man ja sagen, ist links neben mir ein Block? Nein, also muss ich nach oben. Aber für den dritten, der hat links neben sich schon ein. Kann man das machen? Das nur der erste, der dritte, der fünfte. Habe ich links und rechts von mir einen Block? Nee, das gilt auch für den dritten. Was haben wir denn? If. Na doch, wir können es schon der Reihe machen. Wenn ich links von mir keinen Block habe, gehe ich nach oben. Das betrifft jetzt nur den linkesten. Dann geht der nach oben. Mhm. Jetzt geht es weiter mit, wenn ich links von mir freie Fläche habe. Geh ich nach unten. Ne, der erste hat links keinen Block, geht nach oben.
Zweite hat links von sich freie Fläche, geht nach unten. Jetzt habe ich freie Fläche. Habe ich freie Fläche links von mir. Aber die machen das ja alle zeitgleich. Ja, aber die betrifft es ja nicht. Oder? Der erste Befehl betrifft ja nur den. Ja, okay, das verstehe ich. Genau, weil er der Einzige ist, der keinen Block links von ihm hat. Also geht er alleine nach oben. Okay. Beim zweiten, if links von mir nichts ist, betrifft dann nur die zweite Person. Weil die Einzige ist, bei der links von ihm nichts ist. Doch, der ihn auch. Nee. Doch, nee, ihm. Aber was ist das denn dann für ein Feld? Nee, Moment, aber... Ich probier's mal aus. Okay, mal ganz unabhängig davon, dass alle natürlich erstmal das Ding nach oben nehmen müssen. What? Ach so. Das ach meine nee, ich, ja. Das ist ja Quatsch. Also, wenn links von mir nichts ist, dann pick up, step up, drop it. Hä, warum hat die jetzt nichts gemacht? Wenn links von mir nichts ist, dann pick up, step down. Weil sie es zeitgleich macht und zu dem Zeitpunkt, in dem sie es macht, noch der Typ neben ihr steht. Aber ist es doch erst das hier und nee, dann aber, das hier? Ja, genau, das stimmt. Aber die Persönchen durchlaufen das hier alle zeitgleich. Nicht erst die linke Person, dann die zweite Person, dann die dritte Person. Und alle durchlaufen das zeitgleich. Und zu dem Zeitpunkt, an dem sie bei der 5 ankommt, steht der Typ noch neben ihr. Nee, warum denn? Der ist doch hier, der ist doch auf 3 weggegangen. Ja, aber sie führt ja 3 gar nicht aus. Bei ihr ist der zweite Befehl, der ausgeführt wird, die 5. Ich weiß, dass mein Gedanke jetzt zu kompliziert ist. Moment. Guck mal, siehst du das? Die springen ach ja sofort. Ach so, die springen. Ah, okay. Ach, das. So, ja, stimmt. Hallo. Warte mal. Das ist der alte Code. Ja, lass uns das doch mal kurz. Ich hasse den. Ich muss zugeben. Du hast, Alter, ich hab wirklich. Du hast keine Ahnung. Kennst du Mark Zuckerberg? Sag dir der Name was. Ja. Hatte der schon mal Probleme in seinem Leben, weil er den Code von jemand anderem genommen hat? Nee, hat er nicht. Das war sein Code. Das war die Idee von ja, aber trotzdem war er vor Gericht. Willst du vor Gericht? Nein. Ey, ich will es mir nur kurz angucken. Weil ich muss... Ach, es gibt eine Wand. Ach so, das wusste ich gar nicht. Ach, plötzlich. Was ist das jetzt hier für ein... So. Wenn links von mir eine Wand ist. Dann geh nach oben und lass fallen. Das gilt für ach, die erste Person. Ach, guck mal, Person. Dieses Elst-Ding. Jetzt da. Dieses Elster-Ding. Ich hab dir gesagt, dass ich immer ignoriert habe. So, aber ja. Jetzt weg. Jetzt baust du das Gleiche nochmal. Okay. Nein, wenn du es nochmal genauso machst, ist es nicht geklaut. Wenn du jetzt Great Gatsby aus dem Gedächtnis schreibst, dann ist es nicht geklaut. Bist du sicher? Nein. Also, if... Links von mir ist gleich eine Wand. Dann. Pick up. Step up. Drop. So, und jetzt dieser Else-Befehl. Wenn das. Aber ganz kurz, warum lässt du nicht einfach alle ihre Dinge aufheben? Die Pickup auf 1. Das Pickup. Von 2 auf 1. Nee, ich dachte, weil wir vielleicht noch prüfen müssen, ob da was daneben liegt oder so. Okay, interessant. Okay, mach erstmal deinen Gedanken. So. So, jetzt Els. Also alle anderen hängen bei Els. So funktioniert das, ne? Das betrifft den ersten, das betrifft alle anderen. Alle anderen müssen sich mal wirklich am eigenen Schopf fassen und sich die Frage stellen. Leute, ist links von mir frei oder nicht?
Wenn das der Fall ist, für sie, dich gucke ich an, dann pick up, step down, drop. Jetzt ab einem gewissen Punkt müssen wir mal clever werden, weil wir können jetzt nicht das irgendwie 12-mal machen, sondern warte, wir gucken erstmal, ob das klappt. Wieso? Wieso hat sie das nicht gemacht? Mach mal einen Jump, dann hast du das, was du möchtest. Das wird trotzdem nicht funktionieren. Mach mal an die Stelle 10 Jump ganz nach oben. Weil sie erfüllt natürlich Bedingung 1 auch nicht. Und in dem Moment, in dem der Typ zur Seite geht, so, jetzt hast du das, was du möchtest, aber jetzt gehen alle nach unten. Moment, aber lass mich kurz verstehen, warum das jetzt gerade nicht geklappt hat. If ist gleich eine Wand. Das gilt ja für die zweite Person nicht. Also springt die zweite Person zu Else. Richtig. Und bei Else steht... Ah, das ist dann noch... Ach so. Sie checkt, die zweite Person checkt, ob links nichts ist. Aber zu dem Zeitpunkt steht der Dude noch da. Da müssen wir ein bisschen Zeit finden. können wir nicht nur Befehl Pause. Warten ein bisschen. Chill. Ja, auch das ist sehr verpönt. Das ist verpönt? Ja. Warte eine Sekunde. Das ist wirklich etwas, das... macht man nicht. Macht man nicht? Nee. Nimm dir kurz eine Pause? Nee, machst du nicht. Okay. Es gibt Befehle, Sleep und Pause und so, je nach Programmiersprache, aber das macht man nicht. Das ist ganz schlecht. Okay. Du merkst, ich halte mich nicht an die Regeln. Da muss ich dran gewöhnen müssen. So, die Frage ist jetzt aber, komm, das kann nicht so schwer sein. Der erste geht nach oben. Dieser If-Else-Befehl, der ist mir nicht im Blut eingewachsen. Du als Programmierer, du lebst den, du atmest den. Aber bei mir ist das noch ein Fremdkörper. Ich muss den reinlassen. Aber wo ist denn... Also... Ah ja, guck mal, der ist hier erst bei Pickup. Da ist sie schon bei If. Christine. Wie machen wir das denn jetzt? Ich meine, wir können da natürlich sagen, wenn links und rechts von dir was ist, aber dann sind auch fast alle betroffen. Du weißt, wie es läuft, oder? Es ist wirklich schwer für mich gerade, weil es ist gerade ein kleiner Krieg losgebrochen über das, was ich gerade gesagt habe. Mit dem Beschäftige du dich erstmal nur mit dem Chat. Ja. Und falls ihr irgendwie auf einem guten Fuß seid, falls ihr euch versteht, dann widme dich mir. Der Chat hat die Priorität gerade. Okay. Ist das okay für dich? Ist okay. Gut, danke. Okay, ich versuche währenddessen rauszufinden, welche Bedingung ich Christine geben könnte, damit sie merkt, dass sie was Besonderes ist. Können wir nicht einfach erstmal alle nach oben gehen lassen? Ganz ehrlich, pass auf. Soll ich dir was sagen? Ja. Ich habe auch keine Lösung. Ich weiß auch nicht, und ich habe eine Vermutung. Mhm. Ich habe eine Vermutung, dass man sich zunutze machen muss. Dass alle das zeitgleich tun. Aber ich weiß nicht wie. Also alle heben. Das Problem ist halt, wie kann man jetzt den von denen unterscheiden? Die ersten beiden unterscheiden ist ja super leicht. Aber hier, was unterscheidet die beiden? Eigentlich gar nichts. Ich meine, man kann natürlich so... Ja, das funktioniert auch nicht. Ich glaube, das... Else, das gilt für alle anderen. Für euch gilt. Aber warum für euch gilt, wenn links noch ist ja nichts anders, weil der ist ja noch nicht weg. Also auch hier, pick up.
Also gut, das ist ja schon mal ein Hinweis, der er uns gibt. Alle heben es hoch, wie du auch gemeint hast am Anfang. Jetzt. Der erste geht nach oben. Alle anderen kriegen den Befehl, nein, pass auf, das ist wirklich so, wie ich dachte. Ich glaube, weil die Leute kannst du nicht unterscheiden. Das heißt, du kannst diesen Reiß. Du musst eigentlich, glaube ich, davon ausgehen, dass zwei Personen sich zeitgleich bewegen. Das heißt, du schickst den ersten hoch und wenn der zweite muss gleichzeitig runtergehen. Ja, aber wie? Ich meine, du kannst ja nicht sowas machen, wie wenn der links von dir gerade einen Befehl bekommen hat oder irgendwie sowas. Du kannst ja eigentlich nur machen, wenn links und rechts von dir einer ist. Aber das würde alle betreffen. Ich habe keine Ahnung. Aber mich irritiert, dass in der Lösung schon steht, dass alles hochnehmen. Was haben wir denn alles für Befehle? Also was haben wir denn alles so für If-Dinger? Vielleicht hilft uns das. Wenn du selbst irgendwas bist. Aber wir können nicht die Kachelfarben unterscheiden. Oh, hier ist, hier ist ein guter Hinweis. Nee, aber keine, bitte keine Lösungen. Nein, nein, das ist keine Lösung. Also, ihr seid ja alle Ehrenleute. Aber Hinweise gehen. Ja. Der Hinweis war nämlich genau das, was du bei dem Rätsel vorher auch schon gesagt hast. Ist, wir können auch Diagonalen prüfen. Vielleicht ist das... Auf Diagonalen? Ja, das Problem ist halt, er liegt da halt noch nicht. Wenn wir prüfen. Weil wie gesagt, wir haben zeitliches Problem. Scheiß Diagonale. Die habe ich komplett vergessen. Schiebt man das If wieder hoch. In den Els. Die 6 unter die 5. Ja. So. Jetzt check mal, ob oben links von dir ein Würfel ist. Ja. Nein. Ist nicht. Nee. Weil der ist ja noch nicht hochgedödelt worden. Wir sehen ja jetzt schon bei If, wo sich der Erste noch nicht bewegt hat. Das heißt, wir können es nicht an irgendwelche Positionen knüpfen, weil er sich noch nicht bewegt hat. Und wenn wir keine Pause einschieben wollen, dann geht's nicht. Was sind das denn eigentlich für crazy Sachen? Größer gleich, größer? Mach mal, wenn oben links ein Dartwürfel ist. Wenn oben links ein Datenwürfel ist, dann geh mal nach unten. Dann geh nach unten. Okay. Warte, und das wird natürlich jetzt nicht funktionieren, weil du noch den Jump machen musst. Jetzt mach nochmal nach unten den Jump, der wieder nach oben geht. So, dann wird das ganz nach unten. Ganz nach oben? Weiß ich gerade nicht, aber wir gucken erstmal. So, okay. Für die ersten zwei Personen gilt das. Ja gut, okay. Aber das ist jetzt so ein halber Sleep-Befehl, wenn du sagst Jump. Aber okay. Können wir bitte den Crap mal wegmachen? Mich macht nein! Das wahnsinnig, nein! Dass hier dieser ganze nein, bitte. Quatsch ist. Ich will das davor. Nicht haben. Wir waren kurz davor. Nee, das kriegen wir schon hin. Wir müssen einfach nur sagen, pick up. So, und jetzt if links von dir ist gleich eine Wand, dann step up. Nee, weißt du was, mach mal statt der Wand keinen Datenwürfel. Ich glaube, dann geht das. Nee, das geht nicht. Doch, mach mal statt der Wand keinen Datenwürfel. Dann geh nach oben. Ja. Ja. Nee. Hä? Ja, wir können das schon machen. Wenn links über dir einer ist, musst du nach unten. Wenn links über dir keiner ist, musst du nach oben. Aber das müssen wir halt dann mit so crazy Schleifen machen. So, das funktioniert schon. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch machen, if immer diese Quatsch da. Will das nicht. Wenn links von dir keiner ist, dann geh nach oben. Ja, und jetzt machen wir nochmal den Jump. So, ich glaube, das war es eigentlich schon.
Okay, fast. Also, alle nimmst du hoch, wenn links von dir... Moment mal. Das muss ein separates If sein. Ach nee, wenn die hochgehoben haben, kannst du nicht mehr auf Datenwürfel testen. Weil dann ja alle Datenwürfel weg sind, wenn die in der Hand haben. Du musst schon machen... Ich glaube, du musst schon Wand machen. Naja, warte, aber... Es geht immer weiter. Ja, weil es nicht beendet. Die sind so verwirrt. So, als erstes mal müssen... Aber das ist doch nur ein normaler Arbeitstag, oder? Alle verkriegen sich in der Ecke und einer versucht verzweifelt die Arbeit zu erledigen und schafft's nicht. Okay. Sind wir bis hier weit eigentlich einer Meinung? Nee. Nee? Wenn links von dir eine Wand ist, dann geh nach oben. Das betrifft ja nur ihn. Und damit haben wir jetzt schon mal hier einen Block gesetzt. Warum klappt das denn nicht? Rob. So. Und jetzt, wenn links von dir eine Wand ist, guck mal zu. Ja, ja. Wenn links von dir eine Wand ist, interessiert jetzt niemanden mehr. Naja, außer ihn. Ja, aber ist ja egal. Er hat ihn ja schon abgelegt. Warum gehen jetzt alle nach oben? Ach ja, weil immer alle den Befehl befolgen. Ach, scheiße. Ach ja, ich vergesse immer, dass alle den Befehl befolgen. Also was hier, wenn links über dir ein Datenwürfel ist, dann gehen alle einen Schritt nach unten. Nicht so leicht. Du sagst, es muss zeitgleich sein. Okay, also Benjamin Petermeier gibt uns den Tipp, einfach die letzte Kondition nochmal überarbeiten. Die hier? Ja. Wenn links über dir kein Datenwürfel ist, wir können es ja machen, wenn links über dir kein Datenwürfel ist, dann geh nach oben. Also idealerweise. Weißt du, warum können wir es nicht einfach fucking schmutzig machen? Mann, es geht ja nicht. Es geht nicht, aber hier weil die immer alle... Der Quatschname hat einen sehr konkreten Tipp gesagt. Den willst du nicht wissen. Es ist keine Lösung. Es muss nacheinander passieren, sagt er. Sagt nee, auch einer. Quatschname sagt, das dritte If ist Quatsch. Da müsst ihr auf diagonal unten abfragen. Außerdem reicht es, vor das zweite If zu springen. Also klar, weil, okay, das stimmt. Ineffizient, aber macht keinen Unterschied so, eigentlich ja, so. Hier. Und du kannst das Jump dann auch in den Els ziehen. Also unter das... In, genau, hier. Da. Na, noch ein. Noch ein. Noch ein. Da. Da. Ja. So. Hä, hey, aber wo ist... Das verstehe ich nicht. Wo ist jetzt der Unterschied? Oh, doch, das ist es, glaube ich. Lass doch mal laufen. Oder fragst du dich den Jump? Der Jump macht gerade keinen Unterschied außer Effizienz. Das ist es, Flohnt. Ja! Danke, Quatschname. Ich hab's nicht ganz verstanden jetzt. Warum der Jump jetzt da drin ist? Oder nee, warum das jetzt funktioniert. Okay, dann drück nochmal zurück, dann gucken wir uns den zusammen an. Also.
Wenn links von dir eine Wand ist, geh nach oben. Er geht als einziger nach oben. Währenddessen kriegen alle anderen den Befehl, wenn links über dir ein Datenwürfel ist. Ist aber bei keinem. Ist bei niemandem der Fall. Also, weiter geht's. Wenn links unter dir ein Datenwürfel bei ist, niemandem. Ist auch bei niemandem der Fall. Dann wird das Programm abgeschlossen, bis Ende. So, jetzt. Pass auf, unser Fehler war das, warte ganz kurz, unser Fehler war das ungleich, weil das ist bei jedem der Fall. Ja, bei richtig. Niemandem ist unten links bisher ein Datenwürfel und dadurch haben alle diesen Befehl ausgeführt. Ach so. Und jetzt machen das so lange, bis der Erste sieht jetzt den Datenwürfel von dem Typen von der Wand oben links über sich, geht nach unten. Währenddessen die Nächsten aber wieder die beiden Bedingungen nicht erfüllt haben, weil keiner bei denen hat oben oder unten den Datenwürfel sitzen. Wie komme ich jetzt wieder raus? Ich glaube, du musst es nochmal ausführen. Wirklich? Ja. Das kann doch nicht sein. Man kann echt nicht... Aber ich glaube, es habe ich verstanden. Okay, ich komm langsam rein. Ich komme langsam rein. Okay, jetzt lass uns mal... Ich bin gespannt, wie lange es noch dauert, bis wir neue Befehle kriegen. Weil wir haben bis jetzt echt nur wenige Befehle. Lassen Sie mich Ihnen etwas vorstellen. Ja gut, diese If-Klausel ist super komplex. Das mir sehr am Herzen liegt. Schredder! Sie schreddern alles, was man in sie hineinwirft. Alles. Bitte schreddern Sie. Oh, haha. Entschuldigen Sie bitte mein Verhalten. Lass mich an. Jeder schreddert nun bitte seinen Datenwürfel. Es hat nicht jeder einen Datenwürfel. Nun, das Leben ist unfair. Schreddern Sie alle Datenwürfel. Neue Anweisung. Die Veto. Suchen Sie dem Schredder etwas zum Schreddern zu geben. Die Veto. Die haben Namen, oder wie? Die Veto ist ein Name. Ach nee, Gift-Tu! Ich dachte, so aber heißt ich einer der. Geveto eigentlich ein ziemlich geiler Name für einen Schredder. Ey, sagen wir jetzt, wer als erstes von uns ein Kind kriegt, nennt es Geveto. Not gonna happen. Egal was es ist. Meine Freundin ist schwanger. Herzlichen Glückwunsch. Ich wusste nicht mal, dass du vorher. Ich habe keine Freundin. Also, Gift-Tu, wir haben einen neuen Befehl. Lass es dir mal ausprobieren. Gift-Tu. Ah, dann kann man etwas, das man in der Hand hat, einem anderen haben. Veto will. Oh, das ist ja großartig. So, eigentlich ist das Gift, das ist das gleiche wie Drop nach wohin man möchte, oder? Nee, ich glaube, man kann es einem anderen Arbeiter in die Hand drücken. Ah ja. Also wir nehmen jetzt mal, aber ich verstehe gar nicht, was das Ziel ist. Jeder soll was haben, aber es gibt doch mehr Schredder. Oder kann man die kopieren? Nee, ne? Schreddern Sie alle Datenwürfel. Versuchen Sie, den Schredder etwas zum Schreddern zu geben. Schreddern Sie alle Datenwürfel, das ist doch super leicht. Der macht's doch. Wenn unter ich glaube, dir ein Würfel ist, ich glaube, dann... Das Level ist dazu da, um dir das Gift zu beizubringen. Dann nimm das, was unter dir ist. Und jetzt Step nach unten. Aber haben wir jetzt auch Schredder? Wenn unter dir ein Datenwürfel ist, nimm das, was unter dir ist, dann alle gehen einen Schritt nach vorne. Das betrifft jetzt auch ihn. Das wollen wir eigentlich nicht. Ach nee. Ganz kurz. Das hier, was auf 3 steht, wird nur ausgeführt, wenn if erfüllt wird. Nein. Nee. Wo muss es stehen, damit es nur ausgefüllt wird, wenn if erfüllt ist? Hier. In dem blauen Balken, ja. Ah, okay, verstehe. Also jetzt, er hier geht jetzt auch nicht nach unten. Nein. Weil ihm ist erstmal alles egal. Er bleibt stehen, ja. Er ist raus. Alle gehen nach unten. So. Wenn unter dir ein Schredder ist. Ach, das Gift-Tu muss in den Schredder. Ach, im Gegensatz zum Drop, wo man es auf das Feld legt, auf dem man gerade steht, kann man das mit Gift-Tu an einen Ort legen, wo man gerade nicht steht. Oder? Das ist der Unterschied. Ja. Deswegen, das meine ich gerade. Das meinst du, ich dachte, genau. Ja. Aber das wird so nicht funktionieren. Gut. Das reicht mir mal als Input. Warum nicht? Wenn
unter dir ein Datenwürfel ist. Das betrifft jetzt alle außer Geveto. Ich nenne ihn mal Geveto. Nimm einen Schritt nach unten. Dann stehen alle hier. Obwohl, probier's einfach mal aus. Mehr, wir brauchen noch probier's einen Jump. Mal aus. Wir brauchen noch einen Jump. Warte mal, lass mich kurz. Geh nach unten. Wenn unter dir ein Shredder ist, dann leg's rein. Wenn nicht, nimm einen weiteren Schritt nach unten. Das passt doch. Ich. Ah! Es wäre also egal gewesen, wenn der andere Dude auch in den Schredder gelaufen wäre. Denn er hat gesagt, Überleben war keine... Aber ich habe ihn gerettet. Ja, du bist wundervoll. Aber du hast drei Befehle zu viel benutzt. Ich glaube... Naja. Du willst optimieren, oder was? Nein, nein. Ich habe die Vermutung, dass du nur auf die vier Befehle kommst, wenn du... ihn umbringst. Wenn du ihn umbringst. Gut, aber da ich der ethische Programmierer bin... Du nicht, oder was? Nee, ist nur eine Vermutung. Nee, okay. Ich weiß es nicht. Vielleicht kann man es auch mit vier machen, ohne jemanden umzubringen. Wir haben noch einiges. Hoi, wir haben noch einiges vor uns. Spaltenschreddern! Ich verstehe brennendes Verlangen nach mehr Dinge zu schreddern. Hast du? Ich habe in meinem Leben noch nie was geschreddert. Ja, ich habe schon mal was geschreddert. Ich noch wirklich noch nie. Es gibt verschiedene Schredder. Es gibt welche, die machen so Streifen. Ja. Das sind die populärsten. Aber die kann man wieder zusammenkleben. Die kann man. Genau. Und dann gibst du X-Schredder, die zerstören es einfach so komplett. Ich glaube, ich hatte noch nie in meinem Leben etwas, wo ich mir dachte, das darf nie jemand anders haben. Also Dinge, die ich weggeschmissen habe. Schreddern Sie alle Würfel. Okay. Sie haben eine neue Einweisung, End. Benutzen Sie End, um Ihren Arbeitern zu sagen, dass Sie mit Ihrem Programm fertig sind und Feierabend machen können. Sie werden nie gezwungen sein, End zu verwenden. Aber es kann hilfreich sein. Also, alle Schredder, also, laufe so lange nach oben, bis du eine Kachel findest. Wenn du eine Kachel findest, nimm die Kachel auf. Laufe so lange nach unten, bis du einen Schredder findest. Wenn du einen Schredder findest, leg die Kachel nach unten in den Schredder. Dann laufe wieder so lange nach oben, bis du einen Schredder, bis du eine Kachel findest. So, also ein Jump-Befehl. Gut. Step nach. Wir machen das jetzt mal mit so einer coolen If nicht. Wenn über dir keine Kachel ist. Lauf nach oben. So, das können wir jetzt schon mal so fest. Wenn über dir kein Datenwürfel ist. Was will die? Ich will diesen Else-Befehl nicht. So, das ist jetzt gerade beschreibt. Laufe so lange nach oben, bis du einen Datenwürfel findest. Ne? Mir wird gerade klar, dass du das mit diesem If-Balken nicht verstanden hast, ne? Sitzt du in dem Typen, nee, der bei Google sucht? Wie soll diese Person jemals verstehen, wie dieses F funktioniert? Aber es funktioniert doch so. Ja, aber weil du gerade nochmal gefragt hast, du verstehst nicht, wo... Es ist aber eher ein Handhabungsproblem, dass immer dieses... Dass ich nicht genau weiß, wo der Befehl... Okay, verstehe. ...sein muss. Um diesen blauen Balken zu erzeugen. Ja. Okay, verstehe. Also jetzt. Aber macht es einen Unterschied, ob der jetzt so ist oder so? Also, laufe so lange nach oben, bis du einen Datenwürfel findest. Aber jetzt hilf mir mal. Muss jetzt dieser Jump in der If-Klammer sein oder außerhalb? Oder ist das egal? Das ist egal. Nein, nein, es muss sogar drin sein. Weil wenn, guck, mach's mal rein. Jetzt würden alle unter dem... Jetzt würden alle unter ihrem Datenwürfel stehen bleiben. Aber das sollen sie ja auch. Ja.
Ah, okay. Das heißt, wir können jetzt direkt unter des Ls Pickup machen. Wenn über dir nicht kein Datenwürfel ist, dann heb ihn auf. Dann heb ihn auf. Gut. So, jetzt hast du den in der Hand. Jetzt, am Ende dieses ganzen Blocks, haben wir definitiv ein Block in der Hand. Das heißt, wir können jetzt sagen, wir können jetzt wieder so ein Ding machen. Solange unter dir kein Shredder ist, geh nach unten. Und jetzt haben wir mit diesem Else-Ding, wenn unter dir nicht kein Shredder ist, give to nach unten. Alles klar. Also erster Block, Kachel suchen und aufheben. Zweiter Block, so lange nach unten laufen, bis in Shredder kommen und in Shredder legen. Und jetzt kann man ja eigentlich komplett von vorne anfangen. Oder? Eine Sache fehlt dir noch. Wir gehen es nochmal durch. Solange über dir kein Datenwürfel ist, geh nach oben. Sobald über dir ein Datenwürfel ist, nimm den Datenwürfel auf. Aus. Solange unter dir kein Shredder ist, geh nach unten. Sobald unter dir ein Shredder ist, leg es ab. Jump nach oben. Solange über dir keiner ist. Na, eigentlich müsste es doch gehen. Nein. Oder was fehlt? Was fehlt? Guck mal, du hast doch. Warte, dein oberer Teil, ja, ist dafür zuständig, nach oben zu laufen, solange bis du einen Datenwürfel hast. Und den Datenwürfel aufnehmen. Dein unterer Teil ist dafür zuständig, so lange nach unten zu gehen, bis du den Shredder gefunden hast, um ihn abzulegen. Richtig. Was du jetzt aber gerade machst, ist, wenn unter dir kein Shredder ist, gehst du nach unten und das war's. Du läufst nicht so lange dahin, bis du beim Shredder bist. Ach ja, da brauche ich noch so eine Schlingel. Hier musst du hin, ne? Geh nach unten. So lange, bis diese Bedingung nicht mehr erfüllt wird. Und das ist dann der Fall, wenn unter dir ein Shredder ist. Dann tritt Els in Kraft, dann wird er reingeschmissen, dann ist Schluss. Was sagst du? Probier's aus. Los geht's. Verliert man sofort den Überblick, wenn es so viele Leute sind. Mhm. Aber es sieht gut aus. Hammer. Läuft! Bisschen kompliziert. Kompliziert, wirklich? Genau, ja. Du wirst jetzt gleich auf jeden Fall die Quittung dafür kriegen. Oh! Ah, okay, ist doch gar nicht. Ist, na, ah, es ist doch gar nicht so viel mehr, als ich dachte. Okay. Okay, fair enough. Willst du es nochmal optimieren? Nee. Wir können aber weißt du, was noch ziemlich fair ist? Wenn ihr alle jetzt. Leute, Nachwuchsmoderatoren aller Welt, schneidet euch eine Scheibe von diesem jungen Moderationstalent ab. Weißt du, was das Schlimme ist? Ich habe das fair enough nur gesagt, um zu sagen, es wäre jetzt richtig fair, wenn ihr euch ein bisschen Werbung anguckt, damit alle unsere Gehälter bezahlt werden. Ich finde, Etienne Gardet sollte bei dir in die Moderatorenschule gehen. Vielleicht war ich auch bei Etienne Gardet in der Moderatorenschule. Ihr habt jetzt 180 Sekunden. Wer definitiv nicht in der Moderatorenschule war, ist die Werbung. Und die seht ihr jetzt. Bis gleich. Immer. Hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Billion Human. Wie viel ist es noch aktuell? 7 Milliarden Menschen? Ja, ich glaube schon. Wir sind noch neun Menschen. Ich glaube, wir sind kurz vor der 8. Aber ich denke immer, das Trackpad ist hier. Da gibt es ja so einen Live-Zähler, ne? Wo ich mir denke, was zur Hölle ist denn da los? Wird da sekündlich gecheckt, wer gerade geboren wurde? Menschen auf der Erde. 7,6 Milliarden. Okay. Im Oktober 2018, ja. Das ist eine Menge. Okay.
Ich habe diese Aufgabe für Sie gelöst, also annähernd. Die Arbeitskraft auf der rechten Seite will einfach nicht arbeiten. Außerdem sterben alle. Können Sie mir nur zwei... Können Sie es mit nur zwei Änderungen reparieren? Schauen Sie zu. Naja, du hast wahrscheinlich keine If-Bedingung gemacht, sondern einfach gesagt, lauft viermal nach unten. Was für ein Trottel, ey. Och nö, das will ich aber echt nicht. Oh, bitte, Spiel, macht es nicht, dass ich Fremdencode. Ja, aber sie müssen nur... Das will ich wirklich nicht. Ja, aber du musst nur zwei Anweisungen hinzufügen. Oder ändern. Also, was haben wir hier? Wenn unter dir keine Wand ist, dann lauf. Nee, das ist Quatsch. Doch, wenn unter dir keine Wand ist, läufst du nach unten. Ja, aber so dann lange, fällt er runter. Bis unter dir. So, pass auf. Und jetzt werde ich dich in etwas einweihen. Ist peinlich, wenn es jetzt nicht funktioniert. Drück mal auf die drei Punkte. Nee, doch. Achso, du warst doch in dem... Bitte, Spiele, sag mir doch nicht, was ich tun soll. Mein Gott, lass mich doch machen, was ich will. So. Aha. Und wir brauchen ein Oder, oder wie? Eine Wand oder ein Loch. Nee. Keine Wand und kein Loch. Ah, keine Wand und kein Loch. Warte. Du kannst recht haben. Warte mal. Ja, aber das macht alles keinen Unterschied, oder? Doch, das macht einen sehr dramatischen Unterschied sogar. Aber wenn... Naja, eigentlich diese Bedingung kann nie erfüllt sein. Weil irgendwas muss ja unter dir sein. Und damit können nicht zwei Nichtbedingungen erfüllt sein. Es muss schon und sein. Nee, es muss das oder sein, weil du hast gerade dasselbe erklärt. Deine Antwort war die richtige. Es kann nicht, dass beide Bedingungen erfüllt sein. Jetzt gerade möchtest du aber, dass beide stimmen. Ja, stimmt. Und das tun sie nicht. Ja. Eine von den beiden muss stimmen. Hä? Boah, das ist Brainfuck. Spielst du doch einfach mal jetzt schon ab. Ich glaube, jetzt stimmt's. Nee, warte mal. Wenn jetzt unter dir ein Loch ist, ist das denn jetzt erfüllt oder nicht? Wenn unter dir ein Loch ist, dann ist es erfüllt. Weil... Nee, warte mal. Hör mal auf, der Chat beleidigt dich nur. Guck mal. Oder bedeutet doch, dass eine von beiden erfüllt sein muss. Und wenn unter dir ein Loch ist, ist das oben erfüllt. Es ist ja keine Wand unter dir. Und wenn unter dir eine Wand ist, ist es auch erfüllt, weil unter dir ist ja kein Loch. Aber das wollen wir ja nicht. Aber es kann nicht beides sein, das stimmt schon. Es kann nicht kein Loch und keine Wand sein. Doch. Nee, dann wäre es sofort erfüllt. Oh, Florentin, ich glaube... Lass es mal mit Oder probieren. Ja, das sieht gut aus. Jörg, kannst du mir einen Gefallen tun? Kannst du Leute aus dem Chat schmeißen? Nein, Jörg, magst du das Blinken auf der Uhr ausmachen? Das irritiert mich ein bisschen. Danke. Wir machen es jetzt mal mit. Und wir machen einfach das Ausschlussverfahren. Du hattest recht. Glaub. Nee, ich bin mir nicht sicher. Oh, guck mal, sie... Ist das richtig, dass sie reinspringt? Das passt schon. Und alle sollen überleben. Steht in der Anweisung. Okay. Wenn unter dir ein Schredder ist, dann schmeißt es in den Schredder und... Mach Feierabend. Reicht das schon? Nee. Wieso? Wenn unter dir ein Schredder ist, dann wirfst rein und hör auf.
Und wenn unter dir keiner ist, dann geh nach rechts. Lass uns das mal mit End ausprobieren. Wir hatten noch nie End. Nee, das wird das aber verstopfen. Nee, ich dachte, die gehen dann nach Hause. Also die verlassen so, dann ja, das Programm. Weiß ich nicht, müssen wir mal gucken. Na guck, die gehen einfach weg. Na geht. Haben wir auch mal ausprobiert. Wie kann das denn jetzt... Hä? Was ergibt das denn für einen Sinn? Die gehen einfach irgendwo hin. Die gehen nach Hause. Das gefällt mir nicht. Nee, ich mag aber auch nicht diese Art von Rätsel. Korrigiere meinen Code. So kann ich nicht arbeiten. Ich brauche eine leere Leinwand. Du machst ein End und sie bewegen sich zwei Felder nach links. Das ist... Hä? Wenn du sagst End... Wenn du sagst End... Und die machen wirklich Feierabend und diese Person verschwindet, weil jetzt dieser Thread zum Beispiel verschwindet oder aufgelöst wird, okay? Dann ist das in Ordnung. Aber dass die zwei nach links gehen, ohne dass du gesagt hast... Vielleicht ist es nur eine Visualisierung, die gehen halt irgendwo hin, wo es frei ist vielleicht. Keine Ahnung. Wer weiß, was da für ein magischer Code noch dahinter ist. Kreativabteilung. Oh, jetzt werden die Kacheln, der Wert der Kacheln wahrscheinlich verändert, oder? Was meinen Sie, woher kommen all diese Daten? Wissen Sie, Daten erzeugen sich ja nicht einfach von selbst. Schreddern doch ist. Die Daten ausgehen. Ich denke, sie sind nun bereit. Sind sie bereit? Sie erhalten Drucker! Lassen sie uns alle etwas zu drucken. Was ist das denn? Sie erhalten Drucker. Jedes Mal, wenn sie einen Drucker verwenden, wird er einen zufälligen Datenwürfel drucken. Jeder sollte jetzt mal die neuen Drucker ausprobieren. Jedes Mal, wenn sie einen Drucker verwenden... Du hast nur einen Befehl. Wie soll das denn gehen? Es geht nur um den... Pick ja. up, was unter dir ja. ist, oder was? What? Hä? Hä? Sind die jetzt alle tot? Hey, optimiert? Wir reden nicht drüber, okay? Take from. Ah. Okay. Jetzt dann hebst Alter, du nicht den Drucker auf, sondern du nimmst die Zahl aus dem Drucker. Alles klar. Müssen frische Datenwürfel drucken und sie umgehend schreddern. Für immer. Sie haben eine neue Anweisung. Was für ein Leben. Take from. Nutzen Sie diese Anweisung, um Dinge sicher aus einem Drucker zu nehmen. Oder sogar von einem anderen Arbeiter. Also, take from, was unter dir steht. Und dann... Komm, das Moment, ist einfach. Muss ich einmal schreddern oder alle schreddern? Alle. Ja, gut, okay. Du dann machst brauchen das für wir den wieder, Rest deines Lebens. Dann brauchen wir wieder so einen Quatsch. Nein, brauchst du nicht. Ach, stimmt, ja, doch, du hast recht. Wir können ja den auch diagonal geben. Give to diagonal nach rechts runden. Und ja. Okay. Und jetzt im Takt. Ich dachte, jetzt kommst du. Ich dachte, jetzt kommt zum geiler Drop. Oh. Ich dachte nicht, dass sie sich bewegen. Max! Hä, was ist da gerade passiert? Warum sind sie da reingesprungen? Bei Gift 2, dann bewegen die sich auch. Die können anscheinend nicht diagonal geben, sondern müssen sich bewegen. Was super strange ist, ehrlich gesagt, aber die Musik macht Laune. Hä? Warum müssen wir das jetzt wieder mit so If-Quatsch regeln, oder was? Oder wir machen einfach geh einen Schritt nach rechts. Ja, geh einen Schritt nach ja, rechts. Ja, aber gut. Kriegen wir dafür den Informatik-Nobelpreis? Hä? Aber ich das checke ich nicht. Warum sind die denn da reingestürzt? Weil die für den Gift-to-diagonalen Schritt nach zur Seite gehen. Was merkwürdig ist, aber anscheinend ist Gift-to rechts unten eine Kombination aus einem Bewegungsbefehl. Gut, hey, du hast es gelöst. Aber wie die Augen lang werden, wie die nach rechts unten gucken. Das ist super ungesund, ey. Lange Guck, Augen. Also, die machen das jetzt Brillen, immer und wir gucken uns das jetzt auch für immer an, oder? Okay, es reicht okay. jetzt langsam. Ah. Wäre schön für die Nachtschleife, wenn du einfach mal so 8 Stunden. Genau, ja. Gibt's eine Nachtschleife eigentlich? Rocket Beans. Also wirklich nur so ein Aquarium läuft? Nein.
Es gab tatsächlich mal etwas von Eduard Lechner, wo er, glaube ich, einfach in GTA durch die Gegend gecruised ist mit dem Auto, stundenlang. Und das lief das gab's jeden mal, Abend, ja. Ne? Aber das war ohne Facecam, ohne moderieren oder so. Der ist einfach durch, oder? Wie so diese schönste Bahnstrecken und so. Ja, wie schönste Bahnstrecken. Er ist einfach nur in GTA gecruised. Aber das gibt's nicht mehr. Wurde abgesetzt. Hat keiner geguckt. Bitte nehmen Sie die Datenwürfel mit der Bewertung aus den Druckern. Aber wenn Sie die Zahl kleiner als 50, dann werfen Sie den Schredder. Okay. Alle Arbeiter müssen einen Datenwürfel mit mindestens einer 50 halten. Pro Tipp der Geschäftsführung. Sie können die IF-Anweisung nun auch verwenden, um die Dinge in Ihren Händen abzufragen. Oh, das würde ich gerne mal sehen jetzt. If mein Ding! If mein Ding! Okay. Also, klassisches. So lange. Unter mir kein Drucker ist. Gehe nach unten. Sobald unter mir ein Drucker ist. Nimm von dem Drucker. Jetzt haben wir was in der Hand. Gucken, ob das funktioniert. Sorry, aber mich macht irre, dass die jetzt die Plätze tauschen. Wer hat denen gesagt, dass sie diesen Platz verlassen sollen? Wir gucken es uns an. Ich verstehe es auch nicht ganz. Wir brauchen aber jetzt auf jeden Fall ein If, wenn der Wert von meinem Ding mindestens, also muss alles kleiner als 50. Okay, Harry Seldon schreibt, Mitarbeiter ohne Aufgabe machen anderen Platz. Scheint wohl etwas zu sein, was. Was machst du da? Also. Oh. Das hast du doch extra gemacht. Niemand drückt so langsam diesen Plusknopf. Warte. Fehlt dann auch noch die 5. Nee, aber warte mal. Solange mein Ding kleiner ist als 50, muss es verbrannt werden. Give to Shredder. Und ja, jetzt? Dann springt er da aber wieder rein. Oder nicht? Warte. Nee, der steht dann nur hier. Ja, aber ich dachte, wenn er nach links unten gibt. Nee, der geht einen Schritt zur Seite, sodass der Drucker, dass der Shredder unter ihm ist und wirft es dann in den Shredder. Ja, aber die sind doch vorhin da reingesprungen, obwohl wir gar kein Ding nach unten hatten. Oder nicht? Guck mal, der mit der 36. Der springt nicht rein. Okay, der bleibt aber stehen. Warum sind die denn vorhin reingesprungen? Die sollten doch gar nicht nach unten gehen. Moment, war es das schon? Nein, jetzt bleiben die da ja stehen. Die müssen sich dann. Ja, nee, wir brauchen ja noch einen Jump nach oben. Oder nicht? Oder? Was ist los, Max? Nee. Was ist los? Entweder müssen die sich hinten wieder anstellen. Okay. Oder. Aber bist du hier so weit zufrieden? Brauchen wir den Shredder überhaupt? Kann man die nicht einfach wegwerfen? Kannst du nicht einfach Drop sagen? Was passiert dann? Ja, aber dann verstopfen die Plätze doch. Ich kann doch einen. Hä? Ich kann doch einen Platz. Oder nicht? Ich kann doch auf dem Platz stehen, wo ein Datenwürfel ist, oder nicht? Ja, aber du kannst nicht zwei Datenwürfel auf selbe Feld liegen, oder? Komm, wir haben doch den Shredder. Ja, aber willst du jetzt echt das bauen, dass du dich da hinten wieder anstellst? Moment, aber was sagst du denn? Give to, leg's einfach neben dich, oder was? Was passiert denn dann? Nee, ich hätte einfach Drop gemacht.
Wieso? Der hatte doch gerade eine 42 in der Hand. Warum probierst du es denn nicht aus? Hey, du sagst, wenn es kleiner als 50 ist, drop. Ja, wäre eine Idee, bevor ich jetzt anfangen würde, die wieder nach oben laufen zu lassen. Hier ist schon etwas. Okay, na, okay, also, okay. Mal. Du hast recht. Ja, ist doch völlig in Ordnung. Dann ist doch völlig in Ordnung. Shredders. Nein. Nein. Shredder. Warte, dann stehen die. Können wir dann die nicht einfach nach Hause gehen lassen? Wir haben übrigens heute Live-Publikum hier im Studio. Raphael sitzt hier und möchte lösen. Er ruft aus dem... Das schlimmste Publikum ist das, was ich einmischt, oder? Kennst du das? Was hast du denn jetzt geändert? Die gehen nach Hause. Nein. Fuck! Lass uns mal jetzt... Wir sind nicht mehr konzentriert. Also, was sollen die machen, nachdem sie geschreddert haben? Hallo? Ich dachte, wir sind nicht mehr konzentriert, hast du gesagt. Was sollen die machen, nachdem sie geschreddert haben? Ja, dann sollen die wieder nach oben laufen und sich hinten anstellen. Ja, aber wie machen wir das? Das funktioniert auch nicht, weil da stehen ja die Dodis rum. Da stehen doch die Dodis rum, die schon einen Datenwürfel in der Hand haben, oder nicht? Mich irritiert das... Also, die sollen wohl... Die sollen dann so lange nach oben laufen, bis eine Wand kommt und dann einen Schritt nach rechts oder was? Oder wie soll das funktionieren? Die sollen sich hinten anstellen. Wie soll das aussehen? Ja, ist doch eine super Idee, die du gerade hattest. Gut. Wenn über dir keine Wand ist, dann lauf nach oben. Wenn über dir eine Wand ist, dann nimm einen Schritt nach rechts. Aus. Und jetzt geht alles von vorne los. Hier. Okay, mach das erstmal. Gib! Okay, Raphael regt sich auch gerade mega auf. Das ist jetzt egal. Der Chat regt sich auch mega auf. Das ist jetzt egal. Manchmal musst du auch einfach im Auge des Orkans einfach einen Kaffee trinken. Dann drück Play. Hey, ich drück Play. Und wir schauen einfach, was passiert. Das wird auch funktionieren. Hey, warum gehen die nicht nach oben? Vor allem, warum gehen die jetzt nicht nach oben? Ach nee, da fehlt noch eine Schleife. Ja, jetzt muss es gehen. Nein, sie standen doch nicht mal links. Wieso sind sie ja nicht nach links rübergegangen? Ah, jetzt. Aber ey... Ey, aber guck mal, das klappt! Die stellen sich hinten an! Wie gut ist das? Hä, warum? Ich trage bereits etwas. Wo bleiben die hängen? Wohin sind die Dullis noch von alleine weggegangen? Achso. Hä, warum haben die was in der Hand? Hä, warum? Hör mal, warum geht es weiter? Ich will doch schrittweise durchgehen. Boah, ey, das nervt. Warum habe ich jetzt... April... Starship. Jeder hat diesen Kollegen. So, die guckt sich das an. So, jetzt geht sie zu Els und nimmt es auf. Ach genau, wir brauchen noch, wenn mein Ding größer ist als 50, was passiert dann? Ja, aber das habe ich doch vorhin kritisiert. Vorhin, als sie das Ding in der Hand hatten, haben sie sich verpisst. Warte mal. Von alleine, ohne dass wir, denen das gesagt haben. Warte mal, wo sind meine Befehle? Warte mal. Wenn dein Ding größer ist als 50, dann... Oh, dann stell dich auch hinten an. Und zwar machen wir das folgendermaßen. Wir gehen hier hin. Okay, das ist mir... Warte. Das ist genial. Dann geh einen Schritt. Sind zu viele Jumps. Nein. Das funktioniert. Wenn mein Ding größer ist als 50, ja, dann gehen wir zu Els. Und dann gehen die einen Schritt zur Seite. Dann kommt der Jump. Ich muss mich überhaupt nicht erklären. Ich klicke jetzt hier drauf und wir sehen, dass es funktioniert, okay? Guck mal, die haben das in der Hand und stellen sich mit dem Ding in der Hand hinten an. Aber
Nein! Der Typ es hat fast keins. Alle eins! Wieso hat er keins? Es hat fast alle eins! Es sind viel zu viele. Es sind viel zu viele Jumps. Es sind viel zu viele Jumps. Warte, warte. Warum klappt das nicht? Pass auf. Warte, jetzt hör mal auf, immer in deinen Chat zu flüchten. Stell dich selbst dein Problem, verdammt nochmal. Flontin. Probleme kann man immer in der Gruppe besser lösen als alleine. Okay? Jetzt warte mal ganz. Du bist okay, kein Einziger. Dann lass uns eine Gruppe. Okay. Hey, das ist nicht die Achse. Das ist die Achse. Ja. Okay? Wir, es geht um uns hier. Nicht um dich und den Chat. Flontin. Du hast dein ganzes Leben lang suchst du nach der Antwort und Nein. die Antwort sitzt neben dir. Aber pass auf, pass auf. Wir beide, ja? Wir beide. Wir waren schon zweimal zusammen on air, ja? Guck mal kurz in den Chat hier. Axel kenne ich. Hier den Professor Lurch, hier habe ich schon mal. Das sind schon zwei Leute, das ist schon eine Person mehr als du bist, ja? Warte, ich mach noch ein bisschen weiter. Hier. Hase Base kenne ich. Aaron DC kenne ich. Das sind meine Freunde. Nicht das sind beide? Keine echten Freunde. Das sind Bits und Bytes auf einem Flimmerbildschirm. Das sind keine echten Menschen. Guck mal hier, das sind, Chris Kick sagt, das sind kleine elektrische Stromschläge, die Max. in dem Prozessor rumflackern. Das sind keine echten Menschen. June, dich kenne ich auch. Max, schau mich an, das sind keine echten Menschen. Okay, pass auf. Das sind nur Bits und Bytes. Das sind Nullen und Einsen. Ich bin hier. Ich bin dein echter Freund. Ich sitze neben dir. Wir lösen jetzt das Ding, verdammt nochmal. Ich bin bereit dazu, wenn du mir eine Frage beantwortest. Bits und Bytes, ne? Aus wie Das ist wirklich eine Frage, aber aus wie vielen Bits besteht ein Byte? 8. Scheiße, okay, du bist mein Freund, Mann. Okay. Hätte ich nicht gedacht, dass du das weißt. Okay, jetzt bin ich bereit für dich. Also, wir sind jetzt gerade am Scheideweg. Größer oder kleiner als 50 ist die Frage. Sie ist kleiner. Also, was macht sie? Wenn es kleiner ist, dann, if kleiner, dann schreddert sie es. Nimmt einen Schritt nach links und geht in den Ich-stell-mich-hinten-an-Zyklus. So weit, so gut. Ich kann dir nicht folgen. Da sind so viele Jumps drin. Nee, warte, guck mal. Hier, wir sind hier. Das ist der Test. Kleiner oder größer als 50? Wenn es kleiner ist, also zum Beispiel Starship hier, dann schredder es. Mhm. Nimm einen Schritt nach links und ab hier ist es der Lauf so lange nach oben, bis die Wand kommt und geh einen Schritt nach rechts. Mhm. Also stell dich wieder hinten an. Das funktioniert auch. Wenn mein Ding größer ist als 50, dann sind wir hier in dem... Ah, nee, guck mal. Ich muss in das Else hier rein. Wenn es größer ist, dann nimm einen auch falsch. Dann nimm einen Schritt nach links. Sorry, ich bin völlig nicht bei dir. Dann lass mich dir kurz zeigen, wie es funktionieren okay, soll. Okay, ich... Oh Mann, warum gehen die denn so weit nach links? Weil du das da gesagt hast. Du hast es in den Ads... Oh, guck dir das an, das ist Chaos! Okay, drück mal kurz Stopp, okay? Pass auf, wir haben das ganz am Anfang einmal gebaut. Und da haben die Dullis da Platz gemacht. Als sie was aufgepickt haben. Kannst du dich daran noch erinnern? Die haben sich von alleine verpisst. Ja, aber das haben wir nicht verstanden. Hatte das damit zu tun, dass wir dann ein End stehen hatten? Nein, das End kam erst viel später. Sicher? Viel später. Was ist, wenn wir sagen... Aber guck ich mal, glaub, ich glaube, ich habe noch einen Jump zu viel drin. Nein. Ich bin kurz vor der Lösung. Nein. Florentin, erinnere dich an das vorige Level, wo ich mich so aufgeregt habe, dass sie von alleine Platz machen. Da haben wir das End benutzt. Das End macht den Platz... Wenn okay, die Person fertig ist. Schon, ja. Also du willst mir damit sagen, dass wenn das es alles, größer ist... alles, was du da gemacht hast, ist Bullshit. Also du willst sagen, wenn es größer ist, End. Nein. Mach komplett alles zurück. Das Hochlaufen Warte mal, ganz kurz. Und zurück. Nein. Lass es... Du musst nicht mal zurück. Du musst nicht mal nach oben laufen. Dich hinten anstellen. Das ist alles Quatsch, was wir gemacht haben. Nee, das ist super. Aber das Problem ist doch, alle sollen am Ende was in der Hand haben. Und in dem Moment, in dem sie es schreddern, haben sie nichts mehr in der Hand. Das heißt, sie müssen wieder in den Zyklus integriert werden, der sie dazu bringt, irgendwann mal was in der Hand zu haben. Ja. So, und sobald sie was in der Hand haben, sprich, wenn es größer ist als 50, dann gehen wir jetzt in dieses Else und enden. Und ich glaube, das funktioniert auch.
So. Wenn es kleiner ist als 0. Guck mal, die Enten! Ja. Oh, aber, oh, die sind aber... Warum gehen die denn so weit nach links, Mann? Warum gehen die denn da weit nach links? Das ist Bullshit. Ich kann dem Ganzen nicht mehr folgen, was du da gerade gebaut hast. Ich glaube, das brauchen wir nicht. Ja, doch, doch, nee, doch, doch, doch. Nein, ja, stimmt, weil die von alleine nach links gehen, ja. Ja. Guck mal, und er, genau, er geht's doch mit dem Schlüssel hinten an. Aber jetzt haben die schon was in der Hand. Ah, nee, die hören auf. Wieso geht der nicht mehr rüber? Das war doch alles schon fertig vorhin. Die fehlt das Els an der Wand. Die fehlt da... Hä? Oh. Bei keine Wand, da hattest du vorhin noch ein Els. Einen Schritt nach rechts, dass sie sich wieder anstellen. Ja, hier war das Ganze, oder? Das könnte funktionieren, aber ist trotzdem... Hey, komm, komm, wir gehen jetzt mal all in. Ich glaube, die schon was in der Hand haben, die verstopfen das, weil die lassen die ja nicht durch von oben. Guck mal, jetzt hier die da hier zum Beispiel. Ja, mal gucken. Doch, doch, die gehen dann aus dem Weg. Ah! Das läuft! Ich bin nicht zufrieden. Ich bin nicht zufrieden mit dem... Wie aber Lösung der Kunde ist zufrieden und darum geht's. Der geht denn aus dem Weg. Leute, die Feierabend haben, gehen den aus dem Weg. Das ist gut. Das war ein guter Kommentar. Das war der einzige gute Kommentar heute. Ja, diese Lösung erscheint mir akzeptabel. Das ist ein ähnlicher Euphorie-Level wie du. Das ist kein Gewinnergesicht. Ich finde die Lösung nicht mehr akzeptabel. Das ist viel zu komplex. So, weißt du was? So. Komm, eins machen wir noch. Nee. Nein? Bist du jetzt beleidigt oder was? So. Nein, Aufgabe. Wenn du unzufrieden bist mit meinem Code, dann nee. Guck mal, wir haben noch eine Minute Zeit, wir können eh keinen neuen Level machen. Dann möchte ich jetzt mal von dir bitte... Dann zieh den Publikumsjoker, was war denn deine Idee, Raphael? Ja, aber Raphael sagt, einen nach rechts gehen. Ja, macht, berät ihr beiden das einfach. Aber Florentin, das dauert ewig, jetzt deinen Code auseinander zu wursteln. Der ist super. Der ist super. Nee, du hast gerade gesagt, er ist nicht akzeptabel. Ey, weil... Ich will nicht, dass wir mit so einer Kritikkultur jetzt hier die erste Folge beenden. Okay, Florentin? Ich will auch nicht, dass du mich jetzt unnötig lobst, aber ich möchte, dass wenn du Kritik äußerst, auch sie auch konstruktiv zu Ende führst. Wäre das jetzt ein Airbag in einem Auto? Und da hängen Menschenleben von ab. Dann würde ich sagen, okay, und dann schreiben wir das jetzt nochmal. Aber es geht darum, diese kleinen Dullis da unnötig zu beschäftigen. Weil sie haben keinen Job und sie wollten einen Job. Du hast ihnen einen Job gegeben, der unnötig kompliziert ist, aber du hast ihnen einen Job gegeben und damit ist die Aufgabe erfüllt. Vielleicht ist sie sogar besser erfüllt, weil sie haben unnötig viel zu tun. Oder du weißt einfach nicht, wie es besser ist. Oder so. Wenn wir zusammen in einem Team arbeiten wollen, dann müssen wir auch zu unseren Schwächen stehen. Dann müssen wir auch einfach mal sagen, ich verstehe es nicht, ich kann es nicht. Nur so können wir als Team stärker werden. Wenn wir immer voreinander jemanden spielen, der es besser kann, der jetzt alles verstanden hat, der eh schon zwei Schritte vorne ist, nicht gesagt. Dann kommen wir zusammen nicht weiter. Nee, Florentin, das habe ich nicht gesagt, weil... Das habe ich nicht gesagt. Ich habe zugegeben, dass ich es jetzt auf Anhieb nicht besser wüsste, aber ich würde so lange probieren und ausprobieren, bis es das Perfekte wäre. Aber ich verstehe... Es lässt sich natürlich leicht sagen, wenn wir jetzt keine Zeit mehr dafür haben. Ach, du hast deine Argumentation gerade so aufgebaut, dass sie genau endet, wenn der Timer endet. Du hast es gemacht. Du hast gesagt, ich könnte es ja besser, wenn ich mehr Zeit hätte. Wissend, dass wir noch 30 Sekunden Zeit haben. Da stand 1 Minute 30 und ich habe gesagt, lass noch ein Level machen, weil das hätte die Regie unter Druck gesetzt, dass wir noch gut, das Level hätten. Dann haben wir es jetzt gut, dann habe ich alles falsch gemacht. Leute, das war die erste Folge. 7 Billion Humans. Ich freue mich sehr. Ich hatte auch sehr viel Spaß. Und ich glaube, wir haben noch einen langen, langen Weg vor uns, weil es gibt eine ganze Menge Level und ich glaube, die werden immer schwieriger. Und ich komme langsam rein in dieses If-Else-Ding. Weißt du, hier wird schon vermutet, dass die nächste Folge auf jeden Fall nicht mit uns beiden stattfinden wird, weil wir uns gleich so sehr zerstören. Jetzt sitzen hier Lars und Raphael einfach da. Nein, einer von uns beiden ist hier. Nee.
wir beide sind. Wann denn? Weißt du schon? Wenn es weitergeht. Mit Seven. Ich weiß nicht, machen wir das wöchentlich oder so? Ich habe keine Ahnung. Ey, immer wenn du möchtest, ich bin dafür. Ey, wir machen das. Cool, Mann. Ey, sag mal, naja. Was denn? Nee, ich überlege gerade, morgen, weil niemand für Rage of Empires da ist. Aber das ist kein Primetime-Format, das ist ein Nischenformat. Das ist für die Genießer, die Könner. Dieses Format hier? Ja. Aber morgen ist auch keine Primetime, in der du bist, oder? Sind nicht 17 Uhr morgen oder so? Morgen ist Filmfights. Ja, Filmfights ist in der Primetime, aber du hast ja gerade gesagt. Ja, 17 Uhr. Ja, Rage. Aber 17 Uhr können wir doch das machen. Ah ne, die Leute wollen Age of Empires sehen. Ey, komm, Flo, ja, wir machen es nächste Woche. Leute, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Wir kommen zum nächsten Mal und jetzt sehen Sie eine professionelle und fantastische Abmoderation von niemand Geringerem als Max Zelers. Bitte schön. Sie hörten gerade eine Abmoderation von niemand Geringerem als Florentin Will. Ich möchte hinzufügen, ich wünsche einen schönen guten Abend und wir sehen uns nächste Woche wieder zu 7 Billion Humans.